Eistier lässt. Da sind wir doch. Jetzt gibt's gleich Stress. Die Seite ist vorprogrammiert für Stress. Ja, wir machen mal kurz das hier. Oh Gott, wie viel. Ich kenne davon voll viel gar nicht. Caretta. Ist es sowas wie Capri? Caretta ist bestimmt sowas wie Capri. Hier, 50 Cent für Preis-Leistung ist sogar zäh. Das musste ich mir immer holen. Das oder Minimilk? Minimilk, 40 Cent immer. Super. Das muss ich mir auch immer holen. Minimilk, Erdbeere. Musste ich immer holen. Vanille. Schokolade. Ich check nicht, wie man Schokolade mögen kann. Bam. Den kenne ich nicht. Pops habe ich nicht gegessen. Milkflip. Das ist auch cool. Cornetto. Das muss ich mir manchmal holen, wenn man so. Das hat immer 1,20 gekostet damals. Immer, wenn man so ein bisschen mehr Geld bekommen hatte, dann habe ich immer das bekommen. Erdbeere ist aber schlechter als das hier. So, die kenne ich nicht, Eiskonfekt im Kino, super. Ich lieb die, ist ein B. Pirolo, super. Kaktus, das oben, das grüne. Und Preis-Leistung ist auch gut. Dazu. Das kostet nur 70 Cent oder so. Damals auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel sowas jetzt kostet. Inflation und so. Nein. Übertreiben wir nicht. Cactus Friends, das habe ich natürlich noch nie gegessen. Bum Bum. Ice Ice Baby. Bum Bum ist Ice Ice Baby. Oh, Smarties. Da hatte ich früher immer Dings als Kind. Boah, das war so geil. Und dann immer so drehen unten. Und unten waren Smarties drin. Ich wusste nie, wie ich die rausbekomme. Als Kind cool, aber ein bisschen overrated halt, ne? B. Kenn ich nicht. Sandwich. Da ist auch immer die von gut und günstig oder von ja. Ja, sorry. Und dann immer, ich hab nur rot und weiß gegessen. Schoko habe ich weggeschmissen. Schlechtes Eis, finde ich. Sorry. Kenn ich nicht. Oh, warte mal, wo ist Twister? Oh, Twister. Ich liebe Twister. Twister. Flutschfinger auch richtig overrated. Das war immer billig und das war immer. Also so. Das wollte man nicht haben. Aber doch, das wollte man haben. Man wollte es haben. Aber es ist trotzdem overrated. Dann Nogga. Ich check bis heute nicht den Namen davon, von diesem Eis, wie sowas überhaupt sein kann. Aber es war cool. Wegen diesen Nüssen und so. Das war cool. W-Liste bis jetzt. Du enttäuschst mich. Da streiten sich die Geister. Hier ist Capri. Das meine ich. Caretta kenne ich nicht, mach ich runter. Kuyamara Split. Das ist cool. Das ist so wie Capri, bloß Maracuja. Und in der Mitte ist so Vanille. Das war so eine geile Mischung. Uff. Solero, genau das gleiche. Calippo Cola, allgemein, früher als Kind hat man das gegessen. Aber Cola-Geschmack auf Eis ist so kacke. Also Wassereis und sowas. Oder keine Ahnung, was mit Cola-Geschmack. Ist so blöde. Für mich ist Calippo. Nee, und ich weiß, ihr liebt Calippo. Calippo ist geil, ja, super. Das war viel, deswegen mache ich mal auf C, weil konnte man richtig lange lutschen. Man sieht zass aus damit. Cola ist ein wacker Geschmack, finde ich. Es hat aber Bock gemacht, es so hoch, immer so hoch zu schießen. So unten zu drücken, dann kommt es so hoch. Kennst du das noch? Nogga Chucks, genau das gleiche wie Nogga für mich. Domino finde ich auf jeden Fall besser als das hier. Domino habe ich immer zu Hause gegrindet. Ich würde auf 10 machen. Prinz Olaf kenne ich nicht. Spider-Man. Konfekt. Achso, ich dachte, es wäre das. Egal. Bricker, Twinnie kenne ich alle nicht. Calippo, das kenne ich auch nicht. White Strawberry. Das habe ich auch nicht probiert. Bueno Ice Cream kenne ich nicht. Kinder Joy Ice, lol. Doch, das hier kenne ich. Kinder Schokolade, das ist aber voll scheiße. Ich habe voll viel erwartet. Ne. Das mache ich sogar extra runter. White Chocolate and Cookies ist eins der besten Magnums übrigens. Sehr underrated, das Ding. Das ist so wie Oreo-mäßig. Können sogar fast auf A gehen. Salt Caramel, Double Gold Caramel, Chocolate Crunchy Cookies kenne ich also nicht. Classic. Okay, wir ranken mal kurz die Jungs. Bei denen ist die Regel, je heller, desto besser. Bei den Magnums. Und Mandel ist am besten. Mandel kommt dahin, oder? Über die? Ja, über das auf jeden Fall. Pirou habe ich nicht so oft gegrindet. Wie ich immer grinden sage. Das kommt auch auf A. So, Joghurt und Raspberry. Da gibt's doch. Wo ist das Weiße? Ganz normal weiß. Magnum Classic ist stabil. Das ist gut. Man denkt halt, weil das so teuer ist, immer, das kostet immer so 1,80 Euro oder so damals oder 2,20 Euro jetzt bestimmt. Man denkt so, das Vanilleeis da drin ist so richtig wertvoll, so richtig gut qualitatives Vanilleeis. Deswegen genießt man das so. Nur weil es teuer ist.
Okay, mehr kenne ich davon gar nicht. Okay, ja. Twister Bum Bum für mich ganz klar auf der 1. Ich liebe die beiden. Kaktus Eis ist hier. Smarties, aber nur weil es als Kind ein geiles Erlebnis ist, sowas zu holen. Kuyamas, okay, passt schon. Wir gehen auf die Sorten. Wassermelonen-Sorbet, noch nie. Gurken-Sorbet, Sanddorn-Sorbet. Was hast du mir rausgesucht, die Kenne? Rhabarber-Sorbet, Schlumpfeis. Als Kind cool, weil die Zunge blau wird und so, aber schmeckt nicht wirklich. Marokkanische Mandel. After Eight, Blue Kiss, Kaugummi. Das war auch als Kind. Als Kind war Kaugummi, glaube ich, das Coolste, was es gibt. Es gab es auch nur bei ganz wenigen Eisdielen. Aber ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Anbietbar, super geil. Belasto, Cold, but not gold. Dreck, Livestream. Ich sag, ich wie es ist, nicht gerankt. Was? Hat jemand Zugriff drauf? Was ist denn das? Haselnuss, ist Chunky Haselnuss. Wir nehmen einfach mal Haselnuss. Haselnuss, super. Macht man nichts verkehrt mit. Also, ich würde heutzutage aber niemals das essen, das Schlumpfeis und Kaugummi. Cookie Dough? Es ist von. Wir nehmen mal Ben & Jerry's Cookie Dough auf 1, ganz klar. Oder Cookie Duff? Cookie Dough? Ich weiß nicht, wie das gesprochen wird. Erdbeer Sorbet, wir nehmen mal normale Erdbeer, ist das. Erdbeereis auch super. Schön fruchtig, erfrischend, süß, schmeckt gut. Double Chocolate Cookie. Das ist ganz normal Cookies, sagen wir mal. Cookie Eis. Würde ich auch hierhin machen. Ist nicht so geil wie so. Also für Google Eis ist Cookie eins der besten. Himbeer esse ich nicht. Kaffee esse ich nicht. Sowas essen nur Eltern. Joghurt, nie gegessen. Kirsch, Banane kenne ich nicht. Kokos, auch nicht. Schokolade, ich hasse Schokolade. Machen wir dahin. So schlimm ist es auch wieder nicht. Mango Sorbet. Ich bin so einer, der. Ich habe sowas gar nicht ausprobiert. Ihr kennt bestimmt auch nicht so viele. Oder ihr kennt nur eure 5 Sorten oder so, weil man nicht auf die Idee kommt, sich Sauerkirsche zu bestellen. Deswegen weiß ich nicht, wie das schmeckt. Wenn ich beim Eisladen bin, dann denke ich mir nicht, oh, ich probiere mal heute, wie Johannisbeere schmeckt. Dann sehe ich da Cookies und meine Augen glühen. Habt ihr Cookies da? Ja. Oh Gott, ich habe zweimal Cookies. Mango. Ich mag Mango den Geschmack nicht so doll, weil Mango so richtig fruchtig sauer ist. Aber ich habe Eis noch nicht gegessen, aber allgemein zu Mango. Marokkanische Orange. Orangeneis, Igitt. Pistazie. Pistazie ist cool. Matcha. Blaubeere. Heidelbeer. Johannisbeer, weiße Schokolade, das Eis kenne ich gar nicht. Himbeersorbet, Waldmeister, Walnuss, ich liebe Nuss. Ah, kommt dahin. Haselnuss viel besser. Vanille, stabil. Dunkle Schokolade, das ist das Schlimmste, was es gibt. Mögt ihr Zartbitterschokolade? Waldmeister S, Digga, bei mir ist Waldmeister. Ich glaube, hier bei Kaffee. Zitrone S, Zitrone und Apfel mag ich eigentlich. Zitrone, will ich auch. Das ist manchmal, im Sommer ist das so richtig erfrischend. Ich mach's da rein. Zitrone. Das kann man so manchmal im Sommer. Ich liebe so Apfel und Erdbeer. Apfel schmeckt auch so wie Zitrone, so richtig sauer. Okay, mehr kann ich davon nicht bewerten. Himbeere vielleicht noch. Himbeere aber ganz klar unter den hier. Deswegen dahin. Aber Himbeere ist für mich über Schokolade und das. Diesen Schmand. Nougat. Ja, passt so. Passt so. Bestes Eis ist für mich Cookie Dough. Stracciatella, warte mal. Warum habe ich Stracciatella so weit hochgemacht? Als Kind dachte ich immer so, das wäre einfach Vanilleeis mit Dings, mit Schokoladensplittern drin, deswegen besser als Vanille. Aber Stracciatella ist ein bisschen overrated. Ich habe es aber oft gegessen als Kind. Ich weiß gar nicht, wonach es schmeckt. Yeah.